Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Heute ist, ich habe keine Ahnung, welches Datum. Lockere 33 Grad plus Außentemperatur. Ich dachte, da können wir mal ein Video machen, weil wo ist es da am schönsten? Richtig drinnen, wenn es kühl ist. wir gehen heute los. Immer noch Leighton Lake. Mittlerweile, ich glaube, Folge 7? Nach 6 kommt 7, ja. Cool, ich kann rechnen. Ja, also immer noch Leighton Lake. Mittlerweile ist es aber so, ich habe vorgearbeitet. ich habe ein wenig herumgekundschaftet und festgestellt, dass wir tatsächlich hier auch Weißwedelhirsche am Start haben. Das ist sehr praktisch, denn vielleicht kommen wir mal dazu, auch ein bisschen was zu schießen. und weil ich super smart bin und natürlich alle eure Tipps beherzige, übrigens vielen Dank dafür. Manche Tipps waren etwas, nun ich sage, bewusst seltsam. Andere waren sehr, sehr hilfreich. Macht ruhig weiter damit. Ich freue mich immer, wenn ihr was drunter schreibt. Da gibt es immer viel zu lachen. Und nein, ganz im Ernst, auch ein paar interessante Sachen, die ich so nicht wusste. Und man lernt nie aus und dementsprechend braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr was drunter schreibt, dass ich maulig werde. Nein, ich freue mich tatsächlich, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt. Jo Leute, ne? Alle schwitzen, wir nicht, weil wir sind gechillt auf Urlaub am Leighton Lake. Und ja, ich habe clevererweise ein bisschen vorgearbeitet. Ich war so schlau zu entdecken, dass hier in der Region tatsächlich Weißwedelhirsche am Start sind. Ich zeige euch das auch gerne mal auf der Map. Bei mir stehen die hier. Wie ihr seht, habe ich da auch schon mal ein bisschen reingehalten. Ganz unauffällig natürlich. Und wir erinnern uns, Trinkzeiten gehen, glaube ich, ich blende es euch ein, los. Ich meine um 8 rum. So, wir haben jetzt 8.50 Uhr, wie ihr sehen könnt. Haben wir also gute Chancen, dass wir endlich mal was vor die Flinte kriegen? Ja, bitte bleiben Sie ruhig. Ist das Wetter, ich sag's euch. Also marschieren wir los. Stinke Tinke auch am Start, wie immer. Komm, Stinky. Ja, da kommst du nicht durch. Was ist denn mit diesem Hund? Junge, Junge. Und weil ich ja immer gerne auf eure Ratschläge höre und durchaus in der Lage bin, das auch mal umzusetzen, fand ich es ziemlich smart, mir einfach mal so einen Sitz hier hinzustellen und zu gucken, ob ich da nicht einfach mehr schießen kann. Weil ihr wisst ja, ne, sonst zerschießt man sich die Bedürfnisgebiete. Ich blende euch dann auch hier oben nochmal ein, ab wann die Bedürfnisgebiete zerschossen werden und wie viel man schießen kann, wenn man auf so einem Ding sitzt. Ich weiß es hier in den Kommentaren. Ich sehe schon, von meinem geistigen Auge steht jetzt, das nennt man Hochsitz. Ja, lieber 1B, bitte bleib so ruhig. So, das heißt, ich sag dem Mund jetzt mal so Sitz hier. So, so jetzt setz mich da mal drauf und wir gucken mal, ob wir ein paar Weißwedels sehen können. Hund sagt schon. Was war da jetzt? Ein Elch war jetzt, stand jetzt nicht auf dem Speiseplan. Ich sag's, wie es ist. Guck mal unauffällig darüber. Seht ihr? Und da haben wir schon einen. Oh. Wow. Ein Hübschi. Er ist vielleicht ein bisschen weit weg, um einfach so darüber zu ballern. Aber er ist, glaube ich, gar nicht so schlecht mit 2,34. Aber ich blende es euch ein, wie die scoren können. Da könnt ihr gleich sehen, ob ich es gleich verkacke. Da steht also einer und macht Morgengymnastik, hätte ich beinahe gesagt. Sein Trinkgeschäft, das hört sich auch falsch an, ne? Ja, auf jeden Fall macht er gerade Frühshoppen. So. Ich nehme an, hier drüben, die werden wir jetzt nicht sehen können. Warum? Weil hier oben die Lodge ist. Und ich denke, wenn man dort spawnt, wird man die Tiere nicht sehen. Ich denke, die verscheucht man dann eher. Oder man sieht sie einfach gerade gar nicht. Das heißt, ich müsste mal ein paar Schritte laufen. Hier sollten eigentlich auch irgendwo welche stehen. Oder zumindest irgendwo in der Ecke auftauchen. Sehen wir jetzt aber gerade keine. Schade. Haben wir nur diesen einsamen Boy da.
So, versuchen. Habt ihr Bock? Ich habe Angst. Ich schieße bestimmt daneben, aber er steht gerade so gut. So, mir wurde gesagt, Achtung, Achtung, eine Durchsage, auf den Nullpunkt achten. Möglichst nochmal gucken und nochmal. Ja, Nullpunkt passt. So, das heißt, ich zoome da jetzt ran. Wettenwette läuft jetzt los. Oh Gott, ich habe ihn wieder nur halb getroffen, ne? Ist halt einfach zu weit, legit. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ey, ich habe den Nullpunkt gecheckt und ein bisschen drüber gehalten, oder? War doch so. Wenn ich denn das wüsste, ob ich ihn getroffen habe. Sollen wir Wetten abschließen? I don't know. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn bestimmt getroffen, aber ich habe ihn nicht getötet. Okay, wir laufen einfach rüber gleich, ja? Dann sehen wir auf der anderen Seite, welche auftauchen. Geht schon wieder gut los. Ich glaube auch nicht. Also, der war bestimmt ein guter Score, aber war bestimmt kein Dia. Könnte Gold gewesen sein, aber weiß es nicht. Wir latschen einfach mal rüber, ne? Ihr kennt das ja schon. I'm walking. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht mehr singen. Ich könnte natürlich zwischendurch auch einfach mal callen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Mein 8x4 Dings. Hier. Nein. Da. Jetzt hier, Achtung. Ausrüstung. Da. Tada. Jetzt hier. Bei dem Wetter übrigens richtig gut, weil dann. Ihr wisst schon. 8x4 und der Tag gehört dir. Ich wollte nicht singen. So. Jetzt gucken wir nochmal darüber. Weil in der Theorie sollten da auch welche stehen, aber ihr wisst, ne? Theorie und ich, wir werden einfach keine Freunde. Aha. Seht ihr, das ist genau der Effekt, von dem ich eben gesprochen habe. Wir sind dort oben an der Lodge rausgekommen. Hier. Und durch dieses hier rauskommen hat man die erstmal gar nicht gesehen. Ich denke, das hat was entweder mit dem Rendern zu tun oder einfach, dass man die dort verscheucht. Es wäre sonst zu einfach, hier rauszukommen und gleich die Weißwedel in der kurzen Entfernung vor der Linse zu haben. Aber das wisst ihr sicherlich wieder besser und ihr könnt natürlich gerne wie immer in den Kommentaren drunter schreiben, warum das so ist oder warum das eurer Meinung nach so ist. Ich denke, das ist ein ähnliches Problem, wie wenn du mit einem Zelt irgendwo spawnst, dass du die dann einfach verscheuchst. Oh, 268. Warte. No way. Warte. Nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Warte, warte. 268? Nee. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Leute, das ist ein Dia, oder? Denk nach, denk nach. Was war das Dia? Level 255? Ich blende es euch wahrscheinlich jetzt ein und ihr kriegt wahrscheinlich gerade einen Affen. Wie ich auch. Ey, das ist ein Dia. Das muss einer sein. Guck mal, das ist der Kleine. Und jetzt klingelt's. No. Okay, keiner bewegt sich, ja? Ich muss schnell zur Tür. Bitte, bitte bleiben Sie ruhig. Scheiße. Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld. Wir sind gleich wieder für Sie da. Kennen Sie schon unser gratis Abo-Modell? Kein Content bei voller Kostenkontrolle? Wenn Sie sich heute entscheiden, den Abo-Button zu drücken, erhalten Sie alle weiteren Videos kostenlos.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 4 Stunden und 52 Minuten. Kennen Sie schon unser Glockenmodell? Glocken drücken ganz ohne Risiko. Sind ihr noch da? Scheißen Dreck da. So, jetzt hier, bitte bleiben Sie ruhig. Keiner bewegt sich. Ich bin aufgeregt, ne? Das ist bestimmt dir, oder? Das muss ein Dia sein, Leute. Oh Gott, liegen die Haare? Wo ist meine Maus da? Und jetzt sind alle weg. Jetzt sind alle weggeglitscht. Oh Gott, jetzt steht der auch noch so da. Bitte bleib einfach so stehen. Mutti kommt. Pass auf, jetzt hier. So, dann brauche ich die Waffe. Wir laden nochmal nach. Wir checken 300 Meter. Sollen wir 300 machen? Dann halte ich weiter runter, oder? Okay, ich halte weiter runter. Ich gehe lieber in die Hocke. Ah! Seid ihr aufgeregt? Ich bin ultra aufgeregt. Beweg dich nicht. Ich hoffe, es ist ein Dia. So, vorzeitige Wechseljahre, Freunde. Es ist passiert. Ich muss jetzt rüberlaufen. Okay, bitte. Bitte trinken Sie einen Schluck Cola und bleiben Sie ruhig. Tief durchatmen. Das wäre der erste Dia, den ich im Video schießen konnte. Und vor allen Dingen völlig unerwartet. So, ich weiß aber nicht, ich habe nichts, also ne, ich muss wirklich rüberlaufen. Wir scheißen jetzt mal auf den anderen, weil der war ja viel kleiner. Und laufen jetzt einfach rüber. Soll ich so ganz langsam laufen? Und die Spannung? Nee, Quatsch, ich laufe jetzt schnell, okay? Ich trampel jetzt los, okay? Okay, let's go. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach auf den Hubsitz gehen und noch weiterschießen, ne? Aber ich bin so aufgeregt, Leute. Ich muss da jetzt so hingehen. Es hilft alles nichts. Ich sag's, wie es ist, ne? Das wäre voll mega. Guck mal, 2018 und so. Die sind auch schon neugierig. Voll geil. Ich hoffe, das sind die ja. Hoffentlich hat er mich nicht getrollt. Wenn er mich getrollt hat, ne, mach ich das Video sofort aus. Da heult sogar der Hund schon. Guck mal, die sind neugierig, die wollen gucken kommen. Was ist denn mit ihm da hinten? Guck mal, der hat auch ein ganz kleines Geweih hier, so ein Mini-Geweih. Das ist ein Baby. Sollen wir Baby schießen? Nein, wir meinen kein Baby schießen. Der kann ja nichts dafür. Geht mal weg, ihr Weißwedels. Ich muss hier Hund hinschicken. So Stinketinke. Such, wie du noch nie gesucht hast. Hätte ich einen Pokéball, würde ich den ja schmeißen. Ich bin aufgeregt. Der hat mich getrollt. Bitte bleiben Sie ruhig. Stellen Sie die Schnappatmung ein. So, seid ihr bereit? Und ich hinsetzen für Siegerfoto. Ja, das ist richtig. Achtung.
Achtung, Achtung. Und? Und? Naja, wenigstens habe ich nicht verschossen. Hätte also ein Dia sein können. Seht ihr das? Da. Rein in der Theorie, weil er bis 268 angezeigt wurde, hätte er einer sein können. Aber... Gut, den ist toll, ne? Ich schmoll jetzt erstmal. Wenn das Wetter zu deiner momentanen Laune passt. Ja, was guckst du jetzt so blöd? Ne, ernsthaft. Haha. Ich schmeiß gleich das Fernglas nach dir. Kackviecher. So, das hast du jetzt davon. Ja. Nun. Hat keinerlei Auswirkungen auf meine Motivation. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wie ich versprochen hatte, wir schießen einfach bei Svedo. Dang. Ja, gut. Das Wandern ist es. Dingsbums, ihr wisst schon. Bedeutet also, wir laufen doch darüber und schauen, wo das Viech da hinten hin marschiert ist. Ja, sei halt einfach still. Ich sag ja, man soll den Tag nicht vor dem Weißwedel loben. Nee, man soll den Tag nicht vor dem Diamant loben. So oder so ähnlich hätte es sein können. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Aber ihr kennt ja bestimmt auch diesen Spruch, auch ein blindes Huhn schießt mal einen Diamant oder so. Das wäre halt zu schön gewesen. Ich bin traurig. Ich werde jetzt weinend durch den Regen laufen. Und ein Bad voller Mitleid nehmen. Nur für mich alleine. Ey, das wäre so ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen, ne? Schön rauf auf die Map. Schön gleich mal Weißwedel dir. Aber nein. Werde ich einfach angetrollt hier. Super. Ganz großes Tennis. Vielen Dank fürs Zuschauen und sehen Sie in der nächsten Folge. Und vielleicht, ganz vielleicht, haben wir wenigstens hier einen Erfolg zu verbuchen. Vielleicht aber auch einfach nicht. Ist aber immer so, ne? Ich bin sonst die absolute Meisterschützin auf die Entfernung und jetzt einfach nein. Die in den Hintern schießen? Das tut doch weh, oder?